Hey, yo. Nein, das ist ein Zerfetzer. Was tun für ein Tornado? Ich wirf mit meiner Kotze um mich. Boah, boah, boah. Okay. Ah, Feuerball. Oh, das ist ein Boss. Kein Wunder. Oh, der ist weg. Okay, warum hat das hier so eine graue? Warum hat der Gegenstand schon so eine graue? So ein graues Fenster und nicht ein schwarzes? Weiß ich nicht. Magier. Wenn man den Held da, was in seinem eigenen Zerstörer ist, da sind ja immer diese in seinem eigenen Schachschiff da, da sind ja immer diese NPCs da, ne? What? Da sind diese NPCs, die man eigentlich, die eine, die immer einen so, bekommen heißt. Ja. 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 Und da ist noch so eine andere, die steht irgendwo in der Ecke, weiß ich nicht, manchmal sagen die interessante Sachen. Die eine hat zum Beispiel über die Illuminaten, über die Illuminates, diese neue Alien-Rasse, die noch kommt, hat sie schon drüber geredet. Okay. Dass die angeblich als tot gelten, aber ziemlich klar, dass die noch nicht tot sind, weil die werden auf jeden Fall kommen. Im Moment ist nämlich ein General, die Leute glauben, im Moment ist ein General ein Befehl am Laufen, der triggert, dass die bald kommen. Okay. Ich weiß nicht, wir müssen irgendwie eine Superkolonie zerstören von Insekten mit so einer neuen Materie, dunkle Flüssigkeit, damit wir einen ganzen Planeten zerstören. Ah, das gesagt. Die Leute glauben halt, dass die Aufmerksamkeit der Außerirdischen da auf sich zieht, wenn wir den ganzen Planeten platt machen. Wow, so. Wir sehen, ob das stimmt. Das ist halt ein Riese. Ah, goldene Resonanz. Also noch genug Platz auf der Karte, ne? Von Helldivers. Können noch viele Fraktionen dazu kommen. Ja. Ja, einige Sachen wurden geleakt, also da kommen auch einige neue Waffen und Taktikausrüstung, kommen auch noch neue Airstrikes und sowas. Naja. Und irgendwie, da konnte sich keiner rein losmachen. Einer der von den Leaks, der hieß einfach nur Battle Royale, Bots versus Bugs. Es wird vermutet, dass man dann, weiß ich nicht, gegen zwei Fraktionen auf einem Planeten kämpfen muss, zur selben Zeit. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich cool. Das findet ihr echt cool? Ich meine, wir kriegen jetzt von einer Fraktion schon auf die Fresse, wenn wir auf einem Planeten sind. Du willst gegen zwei auf einmal kämpfen, hervorragend. Ich mag aber so ein Mischmasch dann. Ja. Hätte ich mir immer gerne hier früher bei Star Wars Battlefront irgendwie gewünscht. Also zum Beispiel, ich weiß, das macht keinen Sinn irgendwie, dass die Klone zum Beispiel gegen die Sturmtruppen kämpfen. Viele gewünscht, zum Beispiel hier, weiß ich nicht, mit der KOS gegen das Imperium zu kämpfen oder sowas. Ja, ja. Da gab es ja einige so Story-Missionen, da wo du das machen konntest im zweiten Teil. Ich habe mir gewünscht, dass man das so irgendwie machen kann, einfach.
zerbrochener Riesen und sterblichen Götze des Feuers. Ja, jetzt kannst du das zum Beispiel komplett vergessen, also... Was? Ich bin tot. Was? Das hat mich jetzt gekillt, ey. Das war ein One-Shot. Oh, ja, echt? Ja, dieser Feuerkreis hat mich wahrscheinlich gekillt, ey. Boah! Boah, das ist ein Alter, was ist das? Warte, Daniel, ich komme. Nein, wir waren schon fertig hier. So, oh. Gürtel, Lilana. Bis der bringt, wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Obwohl. Meine Regeneration. Ja, da bräuchte ich sogar. Aber minus 200 Rüstung. Boah, Leute. Also mein alter Gürtel gibt plus 200 Rüstung und dann nochmal plus 34 Rüstung. Was so? Ja, was willst du dazu noch sagen, ne? Oh, ich hab genug Sachen. Oh. Lüge dich. Arena-Schüssel. Hab ich auch. Was? Bei dir waren noch Belohnungen? Ja, klar. So, okay. Ja, schon abgeschlossen. Wir waren ja schon abgeschlossen, bevor ich gestorben bin. Also, ich dachte, sobald man stirbt, dann egal, ob man rauskommt oder nicht. Nicht bevor, ich glaube nicht bevor man das abschließt, dann ist das okay. Warte mal, der ist gut. Der Götze. Aber wenn ich ihn jetzt wieder finde, ne? Oh Gott, wo ist das jetzt? Noch einen kurzen eingesammelt da. Nee. Alter. Wo bist du? Hier. Blitzschaden. Na. Oh, weg hier. Und in Arena Schüssel rein. Okay. So, jetzt kommen wir ja. Der Fall von Ledria. So, bist du fertig? Ja. Okay. Bevor ich dich hier wieder rausschmeiße. Ja. So. Laden der Fall von Ledria. Alkoholites kommt jetzt auch, glaube ich, raus oder ist das schon draußen? Das kommt am 4. Juni. Hm. Das ist doch schon. Das ist vorgestern, oder? Hm? Ist doch vorgestern, oder? Oh, moin. Heute ist der erste, Daniel. Am 4. Der Daniel lebt schon in der Zukunft. Wenn jetzt der 4. wäre, dann hätte ich ja schon Geburtstag. Stimmt. Also, wieso? Ich habe irgendwie. Ich habe gedacht, wir haben heute den 6. oder so. Ja, aber wir haben den 1.6. genau. Ja, genau, das stimmt. Okay. Oder. Schon sagen. Ich weiß, deine Kalender verwirren sich. Die Geschichte, die hatten wir schon mal. Komm, ich komme um zu helfen. Flieht schnell. Kacke, ist hier gleich voll am Dampfen. Oh, ja damit. Gott, oh Gott, hier sind eine Menge Gegner. Hier sind eine Menge Gegner. What brings you here? Raus hier. So ein random Typ mir so. Geh weg.
Wieso denn? Der schießt mit seiner Wampe. Ah. Ja, du mal mit der. Okay, dann verschwinden die auch. Jetzt für mich. Ja. Du. Nein, die schießen mit Psychomonen auf mich. Aufgelevelt. 69. Nice. Nice. So, dann level ich mal kurz hier das Ding wieder. Boom. Nur 7 Level übrig für das Ding. Brauche ich mir keine Gedanken machen, weil ich level. Für 7 Level. Raus hier. Gehen Sie nach Hause, Leute. Wir müssen ja gar nicht so einen Balken füllen, sehe ich gerade. Was ist das? Okay. Wo wieso wieder hin? Müssen wir da unten hin? Unten ja, rechts. Ich bin wieder woanders hin, was ich bin. Wir müssen hier hin, weil irgendwas ist jetzt hier. Ja, die Leute haben Spaß. Ist das nicht schön? Lass meinen Spaß ruinieren. So, was? Keine Angst, Alter, wir beschützen dich. Ja, das ist einfach, was wir gerade machen. Also auch immer ist es irgendwas machen. So immer ist es, wir machen es. Uns können sie bauen. So, Boss. Autsch. What? Ah. Ja, da bin ich. Da war ja ein Boss. Der hohle Schlund. Du bist denn jetzt da ganz stehen geblieben? Damit ich meine Tiere kommandieren kann. Ah. Echo erobert. Raus hier. So, hey, ich habe in der Mitte nichts bekommen. Okay. LE63, Echo läuft bereits. Yes. Ja, verkaufe ich mal ein paar Sachen. So, ich brauche keinen Bogen, ich brauche das tue ich mal behalten, weil warum nicht? Das kann man mal behalten. Weiter geht's. Na, warte mal hier. Runen, Arena-Schlüssel, was ist das hier? Das ist irgendwie gar nichts. Wie hat hier mit den Runen läuft, ob die immer wieder unendlich weitergehen.
eine Richtung. Siehst du, wie halt immer aussieht, wenn ich das mache, ne? Ja. In dem Video sehen wir irgendwie so eine Karte irgendwie. Wo man unendlich mal weitermachen kann oder so. Ob es ein Limit gibt. Mein Gott. Irgendwie deckt sich die Karte bei mir nicht auf. Bei mir auch nicht. Ja, da ist wieder so eine Gegnerwelle. Okay. Einfach nur Gegner erlegen. Hey, was sind da für die Gegner? Ja. Ehrlich gesagt schneller hier. Kommen die Gegner wenigstens auf uns zu schon. Ja, Rabdoya. Ja, der Kettenblitz von meiner Krähe, der wandert auf euch alle über. Ganz schön viele Gegner hier. Ja. Mein Gott, was schießen hier die ganze Zeit Meteoriten auf mich? Ey. Ich habe schon seit 10 Minuten hier so Meteoriten von mir. Ja. So, was? Warum tut sich jetzt bei mir auf einmal der Beutelfilter öffnen? Was? Ich sehe einfach überall nur Feuerbälle. Vielleicht mal die Dinger hier aktivieren sollen, die ganzen Totems, die hier sind. Muss man die aktivieren? Nee, aber wir helfen einen noch mit Effekten und so. Echo erobert. Yay, und raus, ja. Arena-Schüssel. Hat der ein einzigartiger Gegenstand? Alles klar, irgendwie können wir nicht dahin. Das sind wir noch gar nicht. Dann gehen wir mal da ein. Oh, ganz ruhig, mein Hund, ganz ruhig. Ich habe einfach nur die ganze Zeit. Sehr aufgeregt. Ganz ruhig. Oh, bei Erfahrung beim Töten. Gerne. Oh, schon wieder so ein Dicker. Der Brücke ist auch ein. Ja, schon wieder her. So. Komm her. So, 32 wollte uns. Er kann denn so viele Gegner töten? Oh Gott, Gift, was zum? Warum tut sich bei mir irgendwie auf, wenn ich mal drücke? Warum tut sich bei mir
Hallo. Kann keine Tränke einsetzen, was ich. Tut sich bei mir irgendwie. Ich kann mich nicht heilen jetzt. Was hast du wieder gemacht, Daniel? Irgendwie, sobald ich irgendwie R1 drücke bei mir, also um mich zu heilen, tut sich irgendwie ein Ordner bei mir auf. Auf meinem PC. Nein. Dann musst du jetzt das Trinkpäckchen halt aus dem Ordner da nehmen. Kann ich einfach hier drücken? Nö. Das ist vielleicht aus dem Spiel raus oder so? Ja, der kickt mich dann immer aus dem Spiel raus und bei mir auf dem PC tut sich dann irgendwie der Arbeitsplatz öffnen. Ich weiß nicht wieso. Nein. Habe ich irgendwie eine andere Taste hier gerade, die gerade am Klemmen ist oder so? Nein. Hier aus dem Ordner raus, dann. Hier aus dem Ordner raus. Ja, jetzt geht's wieder. Aber merkwürdig. Okay. Ich habe auch schon viele merkwürdige Dinge erlebt. Heilen, heilen. Ah, sie wollen den Arbeitsplatz öffnen. Kein Problem. So, nein. Die Heilung ist in deinem Arbeitsplatz. Hier finden wir Erlösungen in ihrem Arbeitsplatz. Viele Leute hast du, wenn da die Feuerbälle schießen? Ne? Ich hab vier. Ja, ich sehe nur Balkane von Feuerbällen einfach nur, die in meine Richtung fliegt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann nicht bestimmen, welche Skelettmagier ich kriege. Ob ich jetzt die normalen kriege oder die Pyromanten. Nee, manchmal kriege ich beides und manchmal nur den einen. Das ist auch irgendwie ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Natürlich, ne, das muss so sein. Abwechslung sein, ja. Ich hatte eigentlich zwei Pyromanten und zwei von den normalen, aber ich krieg jetzt nur Pyromanten hier. Ja, und dann habe ich noch Skelette halt, die halt Feuer Pfeile schießen. Aber bleib im Kreis, weil es war. In diesem hier. Oh Gott, der tut aber weh. Suchen an Gäste. Ich möchte singen und dabei bringen von einem Mond. Autsch, dann hat weh getan. Warum? Du erwartest von mir, dass ich allein hier im Kreis stehen bleibe, alles klar. Ah. Oh fuck! Ja, schade, ich weiß, ne? Hart. Bei mir ist das, glaube ich, das Spiel eingefroren. Echo erobert, alles klar. Geil, bei mir ist das Spiel gefroren. Na? Ich bin im Death Screen, aber da ploppt, das ist alles eingefroren. Also bewegt sich überhaupt nicht. Und das ist nicht aufgeploppt da zum Respawn. Da steht nur, du bist gestorben, ey. Freeze, ey. Ja. Warte. Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Was jetzt? Ich kann, bei mir ist der Bildschirm eingefroren, ich kann gar nichts machen. Ist bei mir noch in der Gruppe, ne? Ja. Das bringt mir aber nur leider nichts, ich kann nichts machen. Nein. Wer soll nicht das Icon da aufgeblockt, der für Wiederspawn nimmt? Nein. Na, was? Muss ich jetzt das Spiel schließen? Ich kann nämlich gar nichts machen gerade. Oh, anscheinend schon. Jedes Mal ist irgendeine andere Überraschung mit diesem Spiel. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder verschiedene Skelettmagier hervorragend. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy, ganz ehrlich.
Ist ja nicht so, als könnte ich mir das aussuchen, ey. Ich muss einfach nur eine Taste drücken, um dich zu rufen. Ja. Ja, dann mal weiter. Hat er sich aufgehangen im Death Screen, ey. Immer wieder ein neues Abenteuer mit diesem Spiel, jede Woche. Der war total gefroren, ey. Ich habe noch die Musik gehört und alles, aber ich konnte nicht mehr machen. Man darf halt einfach nicht sterben. Ja. Ich spiele jetzt schön. Ah, ich spiele schön, ey. Schon wieder neue Gegner, ja, glaube ich. Der Sturmkriecher. Oh, jetzt sind die auch noch. Jetzt sind die auch schon am Verachten. Und was am Verachten? Ja. Was soll denn das? Also, heißt der eigentlich so, oder was? Irgendein Typ des Verachtens, so, also, wow, der hat sich... Oh, das war ein brechender Panzerhund des Ochsen. Was kriegst denn das? Weißt du, was ist denn das für eine Scheiße? Irgendwie eine sexuelle Anspielung oder so? Er benutzt immer zwei Finger. Ja, guck mal, da sind zwei Finger am Boden zum Krabbeln, ey. Was? Finger? Ja, das sind zwei Finger. Ja, das sieht so aus wie eine Hand, die nur zwei Finger hat. Die krabbeln über den Boden. Also, ja. Das sind Gegner. Ich rede hier nicht von irgendwelchen Einbildungen in meinem Zimmer. Ich dachte, du meinst irgendwie so, weil nicht. Mit zwei Fingern. Ja. Kennst du, wenn man mit dem Finger irgendwie so am Laufen ist, irgendwie so? Ja, so ähnlich, ey. Die ziehen sich über den Boden mit ihren zwei Fingern. Guck mal, kleine Viecher sind das hier. Gegner da erledigen. Joa. Da sind sie schon wieder, die kriechen über den Boden. Ja, oder? Die leeren gebogenen. Was ist das für eine Eisbäre, die mich umbringt? Oh, weißt du noch, in Diablo, diese Elektro-Dinger, die uns immer verfolgt haben in den Dungeons und so. Ja. Da war noch Zeiten, ne? Da war angenehm, oder? Ja, geil. Elektro-Dinger, warte mal. Ah ja, genau, die Teile, ja, das war geil. Wo immer so ein Schild aufgetaucht ist, wo wir uns verstecken mussten. Ja. Ja, aber doch. Da war doch himmlisch, oder? Ja. Will überhaupt nicht frustrieren und nervig. Die Eisfelder des Todes. Die Eisfelder der sengenden Hitze. Ja. Die haben mich immer erwischt, ey. So, jetzt bitte mal nicht so oft sterben. Wir tun irgendwie voll oft sterben, ja. In den Monolithen. Ja, so oft sind wir ja nicht, ne? Aber... Also einmal pro Dingens, ja. Sollten wir eigentlich verhindern. Du dürftest es überhaupt nicht sterben. Du hast ja alle möglichen verrückten Rüstungsdinger. Ja. Eigentlich schon. Ja, ich habe schon lange nichts anderes mehr angehabt, ey. Oh nein, die kriechen von hinten rein. Da kommt die angekrochen. Da sind die zwei Finger. Und da sind sie so. Was haben diese zwei Finger vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht er auch keine Finger. Sieht aus wie, weiß ich nicht, eine Hand mit zwei Fingern, die über den Boden kriegt, ey. Kommt doch gar nicht hier in dem Chaos mit. Ja, glaube ich dir sofort, ey. Sehen ja diese Dinger, die ganze Zeit hier vom Himmel fallen? Ja, die heißen leeren Geborene. Ah, die Dinger. Okay. Die sehen aus wie Finger, wenn er haben. Ich erkenne die gar nicht hier im Dunkeln, ey. Ja, klar. Oh Gott, da ist er. Da kommt er auf, er kriegt direkt auf mich zu. Ich sterbe auch viel zu schnell, ey. Ja, ich glaube, die fallen von der Decke oder so. Ja, von diesen Kreisen, ja.
Na, sind die Verachtenden. Nein. Ich werde schon mit dem realen Leben verachtet. Da muss ich nicht noch im Videospielen verachtet werden, okay? Oh. Was haben wir denn alles für Effekte um uns? Oh, hey, Experimente, Schreibstiefel des Riesen. Die winzigen Pantoffel des Riesen. Ja. Die großen kleinen Füße des Riesen. Die Gigantentreter des Zwergs. Oh. Das brennende Wasser des Durstes. Zwei Finger der Dreifachkeit. Oh, der brennt. Das Wasser der Trockenheit. Das ist so dumm, ey. Das stille Wasser der rasenden Wut, ey. Der rasenden Wut. Boah. Ist das Wasser am Schreien oder sitzt du? Ja. Sowohl als auch. Meinst du jetzt still im Sinne von, dass da kein Ton von dich gibt oder dass da kein Kohlenburger drin ist? Ja, genau das. Ah, Gott. Nee, wir haben es erobert. Wir haben auch noch nicht alle. Ich hab den blauen Balken noch nicht voll. Nee, ich auch nicht. Du wirst den Balken füllen. Ich weiß überhaupt nicht, was das bringt, aber okay. Das müssen wir ansammeln, damit wir irgendwie diese Echo-Quests hier abschließen können. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen können. Ja, wir sammeln hier so Punkte an mit diesen Balken. Dann können wir die Quests machen. Und wenn wir die Quests abgeschlossen haben, dann kriegen wir weiter nicht. Müssen dann wir mal gegen so einen Boss kämpfen oder so. Dann kriegen wir ganz viele Glücksgefühle. Ja. Das ist fast so wie damals, als das Verhaber bombardiert haben. Dann mitten dabei waren, genau. Ja, wir haben es bombardiert, ne? Wir waren da. Wir. Nur wir zwei. Ne. Niemand anderes. Wo sind hier jetzt keine Gegner mehr, oder was ihr? Ja, wir haben jetzt alles, okay. Ich bin schon dabei. Ja, ich verzieh mich. Oh, sehr. Mehr Belohnung. Ich bin einfach durch den Felsen durchgerannt. Die öffne Tür der Verschlossenheit. Oh. Ja, jetzt haben wir wieder so ein Ding. Dunkler Aufstieg. Der dunkle Aufstieg. Ja, irgendwie kommen wir mit den Quests gar nicht voran. Ey. Ja, ich denke mal, wir müssen das ganze Ding erledigen, ne? So, kann sein. Hauptquest haben wir irgendwie nichts mehr. Ja, wir haben nur zwei blaue. Hm. Ich weiß nicht, was das Spiel für uns will. Das wissen wir doch nie. Oh, die Gefallen des Winds des Aufstiegs. Ich dachte da schon gerade der eiternde Anhänger, aber das ist schon der eifernde. Larry ist schon wieder am Eitern. Entschuldigung. Larry hat schon wieder einfahren lassen. Larry hat sich mein Kugelschreiber in den Popo gesteckt. Gute Nacht, John.
Oh mein Gott, ich habe mal einen Skillpunkt für meine Dinger bekommen. Warte, ich will auch. Oh, jetzt für alle. Warten. Daniel cheatet. Er hat schon wieder Anti-Cheat. Ist dir gefallen, Osiris? Vielleicht kommt die schwimmende Ariel. Schau dir mal meinen Skorpion an, ob du siehst, ob der sich verändert direkt. Ich mache den jetzt so einen Stahl-Skorpion. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich sehe dich in dem Getümmel überhaupt nicht. Ich bin unten. Achso, ich bin weitergegangen. Mach den mal zum Stahl-Skorpion. Guck mal, ob der sich verändert. Wo ist denn der? Ja, da ist er. Ja, jetzt hat er sich verändert. Oh, irgendwie nicht. Ah, okay. Ja. Er hat sich umgedreht. Und jetzt hat er ein kleines Ding ausgekackt. Und jetzt verspult er Gift. Und trotzdem noch. Na gut, gucken wir mal. Mein Raptor kann ja Gift spucken. Der covert hier das Gift. Ah, da sind viele. Oh, war wieder näher. Geht uns aus dem Weg. Wir müssen was auch immer hier machen. Den Anführer get ist out the way, bitch. Get out the way. Move. Ich muss aber gleich mein Inventar leeren, ey. Das ist ja voll, ey. Ich muss ja alles auf immer. Du siehst das später auch immer einlagern? Ja, ja, klar. Was du alles mitnimmst hier? Ich nehme gar nicht viel mit dir. Alles, was jetzt nicht irgendwie war nicht grün oder lila oder so ist hier, guck ich schon mal an. Ich habe ja auch nur lila Sachen mitgenommen. Ich habe sehr viele lila Sachen gekriegt. Ich bin sehr beliebt. Oh, ich bekomme gar nicht so viele. Ja, ich schon. Ich hab hier einfach Probleme. Ich weiß, wenn er mal aufsteht und aufhört, da rumzukriechen hier. Ach, deshalb heißen die ja die Gefallenen, genau. Boah. Boah. So viel Schaden. Alter, ganz ruhig. Oh, was? Was? Prophet des Ruins. Ja, ich bin Domina. Lauf, Daniel, da will ich dominieren. Ich kann meine Maus gar nicht sehen in den Getümmel. Ich sehe überhaupt nichts, geh. Ja, der schafft das. Cool. Weiter so. Ausgezeichnet. Noch ein Boss? Ja, Orakel ist dunkel, der sünden Sonne. Mein Gott, ich sehe nur wieder so einen Haufen von Leuten drin, ey. Ich schieße. Mein Gott. Was für eine Zerstörung. Okay, fertig. Oh, ja, ich muss mal in meine Inventar machen. Okay, ich krieg eine Truhe, die Truhe kriege ich, aber das andere Ding dachte ich nicht, alles klar. Ja. Oh, warte mal. 100? Ne, das ist nicht gut. Oh, mal einen besseren Helm, Mann. Ich meine nicht nur vom Aussehen her.
Aber das ist das Wichtigste. Weit. Ganz ruhig dann, ganz ruhig. Ich glaube, das möchte ich mal ausprobieren. Jetzt muss ich die mit alle. Können die ganzen Sachen immer schlechter sein als das, was ich habe? Oh, irgendwie funktioniert das nicht. Willst du was zum Nuschen? Das sieht aus wie eine Klobürste. Der will jetzt diese Stahlklobürsten, so sieht das die Erde, okay, da sollen Morgenstern sein, nehme ich mal an, aber da ein bisschen zu viele Stacheln, das sieht aus wie so eine Stahlklobürste. Und dieser Asin, was? Segelstern des Hungers, boah. Ne, warte mal, wie spricht man das aus? Seidelstern, was? Ein Stern aus Seide? Ne, Seigel. Ich schreibe mir mit Doppel-E. Ich weiß nicht, Seigel, Stern des Hungers. Ich habe keine Ahnung, wie man das spricht. Das ist Odachi des Steins. Boah. Wieso heißt denn das Odachi des Steins? Ist das aus Stein oder was? Nein, der Scheiß. Das ist ein Feuerzauberstab des Blendens. Brennst du dem die Augen aus oder was? Nein, der brennt einfach nur. Ja, die Zirkelhobe des Fuchses. Das ist ein Monddolch des Blendens. Was soll denn das heißen zum Teufel? Schneidst du dem damit die Augen aus? Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß. Ich auch die Schuhe des Blendens? Wie wollte er mir das Satz erklären? Boah, ich hasse diese Leute hier in diesem Spiel. Dann sind wie diese Schuhe, die hinten irgendwie so am Leuchten waren. Ich muss halt hier verkaufen, die ganze Scheiße. Das werde ich wahrscheinlich niemals bereuen. Warum hat sich das eigentlich nie durchgesetzt hier? Diese Schuhe, die hinten so leuchten. Keine Ahnung, das war für kleine Kinder. Ja, und? Das ist doch voll geil. Ja, aber niemand will kleines Kind sein, außer ich vielleicht. Gut, Daniel, es gibt gewisse Leute, die machen sich Sorgen um ihren Ruf und die wie andere Leute was über sich denken, weißt du? Was? Ja, ich weiß, das ist sehr verwirrend. Okay, mein Gott, was ist das? Oh Gott. Oh, ich bin fertig. Warte mal, Primalist. Götze. Hm. Ja, das ist der Primalisten Körperrüstung. Schamenenkleidung. Was ist denn das für ein Wort? Schamenenkleidung. Ich hole dich da raus. Ey, was ist das hier für eine Grammatik, Leute? Das könnt ihr nicht machen. Hier, Schamanen ist Kleidung des Heilmittels. Getränktes Kupferamulett. In was ist denn das getränkt? In Kupfer? Leute, ernsthaft. Ich frage mich, ob die Titel im Englischen auch so beschissen sind. Ey. Oder hat da einfach nur beschissene Übersetzung mit. Ey. Naja, die Übersetzung ja, ist ja nicht so gut, das haben wir schon herausgefunden. Ja, ja. Also, ja, vielleicht sind die haben die ja voll die epischen Namen im Englischen, die Teile. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was da ganz schwer ist, das zu übersetzen, ey. Haben sie gerade welche genommen, die nur Schulenglisch können oder was, ey? Ja. Oder die haben die AI benutzt, um das zu übersetzen, ey. Das soll ja auch ein neuer Trend werden, ja. Die Untertitel für Anime sollen jetzt von AI gemacht werden. Gott. Ja, au. Ja, kann aber bestimmt noch gut ausgehen.
Da war vor ein paar Monaten irgendwie ein riesen Debakel, also nicht. Ich vertraue auch nicht Google irgendwas zu übersetzen, also würde ich das auch nicht in der AI übersetzen. Nee. Oh Gott, ich nehme Schaden. Da stand da ein Ultra-Plünderer als der, was? Ich glaube, ich habe mich nur verlesen. Was steht da bei der Macht? Ulatri-Plünderer, okay. Ein Ulatri, okay. Ich dachte, da steht Ultra-Plünderer. Und treffen wir dann auch noch auf den Super-Plünderer. Habt ihr eine Kröte gesehen? Meinst du die Süßigkeitenfrau? Soll ich meine neue Waffe aussuchen? Ja, oh, neue Waffe, das klingt mal was, das ich auch mal gebrauchen könnte. Will ich da noch was? Will ich echt einen Fertigkeitspunkt auf alle Sachen hier verschwenden? Er wird Elementarschaden, das ist aber nicht schlecht. Wie wär's denn mit gelehrter Arkanstiefel des Nachwachsens? Ja. Dann laufe ich jetzt mit einem Korallenstab durch dich. Der ist voll Korall. Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll Korall. Ist es Korallblau Nummer 5 oder Korallblau Nummer 3? Ah, wenn ich jetzt nicht alles one-shotte, bin ich enttäuscht. Was? Jetzt ist mein Blitzschaden erhöht. Boom. Was ist das? Gar nicht. Einem Spieler wurde im Hinterhalt erwischt, was? Bist du da? Ja, wo? Ich bin doch hier, was willst du? Oh Gott, was hat denn der für ein Special Effekt? Das ist wie bei Michael Bay. Nein! Boah, ich wollte doch gerade einen Trank nehmen. Boah. Aua! Was? War ja nicht gerade fast tot? Ja. Was? Okay. Ja, dann nehmen wir mal den Zauberstab der Stille. Das Argentum Zepter der Graupel. Der Zauber. Das ist physisch. Zauber physisch. Nee, wo man Krähen. Muss man eine Krähe. Da. Ja, woher soll ich wissen, ob der jetzt Zauber oder links ist? Hier, Blitz, Zauber, alles klar. Steht sogar da, wenn man darüber geht. Dann ist dieser Korallenstab doch gut, nehme ich an. Da habe ich nur einen Fertigkeitspunkt überall verloren. Nur ein. Korall. Oh, zerreißen Hunde durch das Blenden. Oh Gott, was ist denn hier los? Nein, nein. Wow, er ist voll zu uns angesprungen. Bock. Was war Blitz denn verschwunden? Ich habe da einen Blitz rein.
There was supposed to be an earth shattering kaboom. Der Rooster Teeth, die hören auf, also die sind nicht, die schließen. Right. Ja, die sind weg. Hier wird Red vs. Blue fertig. Ja, das auch. Ja. Also die hören generell auf, also kein Rooster Teeth mehr. Oh, das wollen die alles. Haben sie keinen Bock mehr. Also, wo, weiß ich nicht, was die Wunde da jetzt sind, dafür waren. Vielleicht sind sie auch schon zu alt dafür. Ihre andere Serie hier, Ruby, die ist ja auch nicht mehr so gut, so wie ich gehört habe. Generell, Rooster Teeth hat eine Menge an Qualität verloren, generell. Ja, ja. Das ist mit jeder Sache so, ey. Alle verlieren sie ihren Ding. Ich fand die ersten 5 Staffeln noch gut von Red vs. Blue, wo die noch alle in diesen Canyon waren und das noch mehr so Comedy war. Na, jetzt, ist der Plot schon viel zu dick hier. Ja, jetzt haben sie, da haben sie immer mehr, sind sie immer ernster geworden, haben irgendwie also voll die Spin-offs und all so was gemacht hier. Ja, dann hat Kabut eine andere Synchro-Stimme gekriegt. Ja, das auch. Ja, ja, klar. Das ist schon seit Jahren. Ich weiß nicht, was mit dem war, ich glaube, der hat aufgehört oder ist der gestorben. Ich glaube nicht, dass der gestorben ist. Der ist vielleicht sogar gestorben, ja. Ich weiß nicht mehr. Er ist schon seit Jahren, ein paar Jahren eine neue Synchro-Stimme. Ich muss mal irgendwie den seinen Namen, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Kizaru ist Don Corleone. What? Ja, ich habe gestern irgendwie so ein Thumbnail gesehen von, weil nicht Anime-Charakteren, die anderen Anime-Charakteren ähnlich sind. Naja. Da war Kizaru und hier der Schuldirektor von Shin-Chan. Der hat ihn da immer Don Corleone genannt. Ja, ja. Die sehen sich ähnlich, die beiden. Die Don Corleone und Kizaru. Ja. Oh, wo ist denn der noch? Warte, ich wollte noch ein Ding. Ja, die antiken Waffen. Ich bin daran schuld, dass der Meeresspiegel steigt in One Piece, sagen wir. Oh. Jedes Mal, das ist hier, da war ja dieser eine Todesstrahl, der aus dem Himmel gekommen ist und der die eine Insel da ver... Plotaten, ne, nehme ich an. Und ich gesagt, danach ist der Meeresspiegel auch gestiegen hier. Ah, so, jetzt komm mal raus. Ich habe immer gedacht, die antiken Waffen, weil die sind irgendwie irgendwelche Kriegsschiffe oder so, aber... Was ist das denn? Mein Gott, was sind das denn für Effekte hier drauf? Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Satellit ist oder so, dieser Laserstrahl. Ja, hab ich mir auch gedacht so. Ja. Wir haben ja erfahren, dass die, weiß ich nicht, von 900 Jahren viel technologisch fortschrittlicher waren jetzt. Yes. So ist es doch immer in fancy Geschichten. Aus irgendeinem Grund sind antike Zivilisationen immer besser. Macht Sinn, dass die untergehen. Take care. Das besprechen die auch in Marvel, warum Thanos immer, also nicht die Hälfte der Population von dem Planeten auslöscht. Irgendwann tut sich eine Zivilisation selbst zerstören, wenn die den Limit ihrer Dekadenz erreicht hat.